Yes! Boah, Parade! Und was für eine! Boah, wie fischt er den raus? Maximilian Wolf. Monsterparade. Hier, den freien Gegenstoß. Da steht er quer in der Luft. Bein liegt quer in der Luft. Und genau das im richtigen Moment ausgefahren. Boah, die Parade könnte noch richtig wertvoll werden. Erwähnt, aber wenn ich mich so umschaue, sind tatsächlich wahrscheinlich mal 100, 150 mehr. Ja. Und nächster Treffer für die HSG Konstanz. Der Wackler, der Bum-Bum-Wackler von Finn Beckmann. Richtig stark da durchgetankt. Boah, jawohl. Klasse Abschluss. Lars Michelberger, 2 Meter groß, eine Sprungkraft, wie Kobe Bryant. Joel Mau auf der Mitte. Lukas Köhler geht durch. Ganz stark, mit Mut. So tritt halt ein Top-Torschütze auf. Kein einfacher Wurf, aber mit viel Griff in die Trickkiste vorbei. Ist doch 17. Treffer für die HSG. Schön, schön gemacht von Lukas Köhler. Jawohl, stark, stark von Lars Lichtenberger, der macht hier heute eine einwandfreie Partie. Boah! Und der kann es auch, Fackel auf der Gegenseite, Lars Lichtenberger, ja? Da hat er sich gedacht, lieber Felix, was du machst, mach ich dir nicht. Not in my house, Lars Lichtenberger, die Shooter aus dem Rückraum. Yes! Boah, Parade! Und was für eine! Boah, wie fischt er den raus? Maximilian Wolf. Monsterparade. Hier, den freien Gegenstoß. Da steht er quer in der Luft. Bein liegt quer in der Luft. Und genau das im richtigen Moment ausgefahren. Boah, die Parade könnte noch richtig wertvoll werden. Stark freigespielt. Ja! Yes! Er hat ihn! Wahnsinnskerl, dieser Maximilian Wolf. So, und jetzt vorne bitte nicht wegwerfen. Und jetzt ist er da, Samuel Wendel. Wunderbar. Jawohl, Samuel Wendel! Da holt er seine Zauberhand raus. Von links außen. Boah, und hier kocht die Schänzelhölle und die Emotionen über. Auch bei uns 31 zu 30. Und wieder eine Wendung in diesem Spiel. Die x-fache Wendung. Und die Fans sind voll da, not in our house. Siebter Feldspieler bei Willstedt. Maximilian Wolf! Felix Krüger, erst der zweite, den er verbirgt. Boah, Maximilian Wolf! Jetzt kommt Mann, ist der on fire in der Crunch Time. So, Freunde. Das könnte es werden. Das könnte es werden. Ich sag ein mal, Tor noch braucht die HSG. Ein Unentschieden hat die HSG auf jeden Fall sicher. Es ist auf jeden Fall nicht das erste verlorene Spiel. Auf gar keinen Fall. Jetzt kommt es drauf an. David Knežević. Jawohl! Nimmt sich sein Herz. David Knežević. 20 Jahre jung und da hat er ihn. Und da gibt es direkt nochmal 2 Minuten für die Statistik für Yannick Ludwig. Der hat sich gedacht, hey komm. Platz 2 in der Tabelle sicher ich mir. 18. Zeitstrafe in der Saison. Was für ein Spiel. Da sind die Nerven mit ihm durchgegangen. Zu Recht. Das ist meine Schlussphase. Die wird die Jungs mal nach vorne bringen. Diese Erfahrungen. Aber die Mann in den Rutsch stecken nicht auf. Den hat er. Den hat er. Der ist nicht drin. Maximilian Wolf. Der rettet uns hier die 2 Punkte in den letzten 2 Minuten. Und das war's, Freunde. Das war's. 17. Spiel, 17. Sieg und wir sehen es an den Emotionen. Der war sowas von hart erkämpft heute. Mit eines der spannendsten Spiele in dieser Saison. Und Willstedt zeigt, Boden. Was sie können. Dass sie nicht umsonst Pullingen und Fürstenfeldbruck besiegt haben.
viel hat nicht gefehlt heute. Kurz vor knapp geführt, aber die Jungen am Ende ziehen sich dann doch noch. Und Maximilian Wolf, Matchwinner heute. Maximilian Wolf, und auch der hat einige gute Freunde im Team des TV Wischte. Wird ihm ein besonderes Anliegen gewesen sein, heute zu gewinnen.